Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Line Ranger. Ich habe gerade in meiner Line Darks Army Gruppe eine Frage gelesen, wo sich viele, viele unsicher waren. Und zwar geht es um diese PvP-Ligenbelohnung. Man bekommt ja, wenn man in einer Liga aufsteigt, bekommt man Punkte, Rubine. Ich bin aktuell Silber 2, wurde ich eingerankt. Ich glaube, wenn man jetzt Silber 1 kommen würde, kriegt man, glaube ich, 45 Rubine. Also man kriegt immer eine einmalig ziemlich hohe Belohnung dafür, dass man einer Liga beitritt. Müsste ich allerdings ziemlich viele Gegner bekämpfen und darauf habe ich, denke ich, mal keinen Bock. Silber 2 ist schon ganz in Ordnung. Und ja, die Frage war, also man bekommt natürlich diesen Bonus nicht immer wieder, wenn man sich fallen lässt und dann wieder hochkommt, sondern es gibt ab und zu einen Hard Reset, der ist, Sonntag am 13. ist er passiert, 13.12. glaube ich ein Hard Reset, das heißt, man hat keine Liga, man muss 5 Matches spielen, damit man eingerankt wird in überhaupt einer Liga und ab da kriegt man noch einmal diese Belohnung. Das heißt also, wenn ich jetzt Silber 2 bin, ich krieg für die, wenn ich mich jetzt auf Silber 3 fallen lasse, dann, und dann wieder auf Silber 2 komme, kriege ich natürlich keine Rubine, also keine 40 Rubine habe ich glaube ich bekommen gehabt, sondern erst, wenn dieser nächste Hard Reset ansteht. Ich glaube, das ist alle 2 Wochen, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, ob es am 27. Dezember sein wird. Bin ich mir ganz unsicher, also alle 2 oder alle 4 Wochen ist es. Und dann könnt ihr wieder so einen Liga-Bonus kassieren. Man kommt damit relativ schnell an leichte Rubine. Dann müssen wir einfach mal austesten. So, wir haben einen Lohn für Tagesrang. Ich bin Silber 2 immer noch. 800 Dinger kriege ich 5 Rubine. Ich habe schon ewig nicht mehr gekämpft. Ich falle auch, denke ich mal. Weiß gar nicht, wo bin ich denn gerade? Okay, das heißt, ich falle demnächst ab. Wenn ich jetzt nichts mache, dann. Guck mal, ich habe ein anderes Profilbild. Okay. Ja, es ist ein Bug, dass dieses Profilbild manchmal einfach falsch angezeigt wird. Das glaube ich nur, wenn man zu schnell rumschreddert hier, glaube ich. Also zu rumscrollt. Ist auch egal, ihr seht aber, wie oft ich hier angegriffen wurde, bla bla bla. Er hat sogar verloren, der Typ. Ansonsten hier wieder verloren. Hier habe ich angegriffen gehabt vor 20 Stunden. Das ist schon weichen her. Das sind die 5 Angriffe gewesen zum Matchen. Das sind 41, 64, 44, 26, 25. Und da habe ich ganz viel bekommen. Bin dann in Silber 2. Rein PvP mache ich. Ja, wir können PvP gleich machen. Ja, wir machen PvP jetzt. Ist egal. Den Job kann ich mir später angucken. Ja, 1039 Rubine. Nicht gerade wenig. Und ich würde sagen, wir greifen. Ja, ich werde überhaupt gar nicht rumkommen, weil es ist komplett egal, gegen wen du kämpfst. Also, da kann meinetwegen Supermeister 1000 sein. Kann trotzdem irgendwelche Crab Ranger im Team haben. Das ist absolut natürlich die Chance höher, wenn man Supermeister, gegen Supermeister kämpft. Dass man da gegen wesentlich stärkere kämpft. Aber im Normalfall. Ja, okay, das ist Monk. Das ist, denke ich, lost. Ja, natürlich, direkt ein Skill benutzen. Guck mal, Monk, Dings hat das sogar überlebt. Mein Jacob. Wie hat Jacob das bitte überlebt? Kann ich irgendwie nicht so ein bisschen nachvollziehen, wie Jacob das überlebt haben soll. Ich werde mal. Ja, ja. Na, das war zu spät. Ja, okay, das kann ich, denke ich, aufgeben. Da habe ich die Gottgleichheit zu spät benutzt, dummerweise. Ich habe nicht gesehen, dass er so schnell so viel Schaden macht. Oh, aber wir haben eine ganze Menge Freunde hier gerade am Start. So, Dings ist weg. Ich benutze in jedem PvP-Kampf. Ah, verdammt, das war ein mega Fail. Ich benutze in jedem PvP-Kampf alle Skills, weil ohne gewinnst du einfach nicht. Kannst du knicken, der Gegner ist einfach so ein behinderter Spacken, diese CPU, dass du ohne diese Skills nicht gewinnen kannst. Niemals. Außer halt gegen so einen Lappen, so einen, keine Ahnung, ja, jetzt macht er natürlich auch logisch. Gegen so einen, keine Ahnung, so einen Level 10er Lappen oder so. Sondern wenn wir noch einen kleinen Hellfire ballern. Jetzt hat er geblizzardet und damit hat auch er alle Skills raus. Und ja, das war's gewesen für mich, denke ich. Natürlich benutze den Skill. Monk, benutzt bitte den Skill die ganze Zeit. Dankeschön. Macht total Spaß, gegen jedes Mal irgendeinen Monk zu spielen, der jedes Mal alle Skills benutzt. Du kannst dich mal am Arsch lecken, du Scheißspiel. Ohne Scheiß, Mann. Das ist doch nicht normal, Alter. Willst du mich verarschen oder so? Ich meine, what the fuck? Der hat dreimal hat Monk angreifen können. Dreimal hat er seine Skills benutzt. Wie zum Geier ist das bitte möglich, du hässlicher Spast? PvP regt mich einfach immer lächerlich aus. Das ist einfach nur lächerlich. Guck mal, wenn ich jetzt. Monk, komm. Monk, Skill. Monk kann nicht mal angreifen. Und damit benutzt er wieder den Skill. Logisch. Viermal musste Monk angreifen, viermal hat er den Skill benutzt. Ich weiß nicht, was das für ein lächerlicher Spast ist, dieser Gegner. Aber PvP macht einfach. PvP ist einfach nur dumm. Es macht einfach nur Rage, dieser dreckige Mode, weil er einfach so unfair ist. Vor allem, ich finde es lächerlich, wie viel Ranger der Gegner jedes Mal schicken kann. Auch von Anfang an, der Gegner kann unendlich viele Ranger schicken, während man selbst so krass begrenzt ist auf die Mineralien. Musst euch mal angucken, wie scheiße teuer die Dinger sind.
Wie oft er jedes Mal diese Ranger schicken kann. Lächerlich ist es einfach nur. Klar habe ich wieder 6000 Coins rausgerannt. Ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Ding, Alter. Ich hau sehr gern 6000 Coins raus. Behindertes Scheißspiel, ey. PvP ist wirklich der lächerlichste Dreck überhaupt. Keine Ahnung, welcher von diesen Spasti-Entwicklern sich die Scheiße ausgedacht hat. Ja, wichtig ist auch halt wirklich die Minereien hochzuskillen. Weil ohne schaffst du das irgendwann später nicht. Dann hast du einfach viel zu viele Einheiten, die man setzen könnte. Ah, Samun gewesen, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Später hast du einfach so viele Einheiten, die du setzen kannst, aber halt keine Kristalle hast. Alter. Ja, Bernhard hier als kleiner Tank, natürlich. Natürlich. Er hat 3 Skills benutzt, ne? Jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Alles klar. Jetzt sollte er alle Skills benutzt haben. Dann können wir einfach mal ein kleines Hellfire reinballern und eigentlich sollten alle tot sein. Natürlich überlebt Jessica, wie auch immer. Ja, und jetzt kommt es halt noch drauf an, also sobald alle Skills raus sind, wird das PvP-Kampf endlich mal interessant. Jetzt kommt es drauf an, wer benutzt hier wie oft die Skills. Und Monk, komm, hau Monk. Oh, schade. Ich hätte es gedacht, ja, Monk, schön Attack hier. Skill und alle wieder tot. Ja, witzig gewesen. Ach ja. Also ich weiß nicht, PvP ist einfach nur lame. Vor allem, wie lange das dauert, diese einzelnen PvP-Kämpfe. Die kannst du teilweise 8 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten kannst du kämpfen. Alle tot, alle Jacobs tot. Durch ein Skill. Ein Skill, alle tot. Das ist so witzlos. Dieses Spiel ist einfach nur lächerlich. Ja, ich habe keine Lust mehr auf PvP. Aus dem Grund mache ich es auch nicht. Silber ist okay, aber danach kriegst du einfach viel zu starke Gegner. Und noch kannst du überhaupt gar nicht mehr gewinnen gegen die. Vor allem, die benutzen jedes Mal die Skills. Guck dich das mal an, Mann. Die kommen her und benutzen Skills. Skills. Ey, das Spiel ist so behindert, Mann, in dem Thema. Das lächerlich ist das, ja? Komm, fick dich, du Wichsspiel. Das sind alles 8 Sterne gewesen. Geil, wieder verloren. Nice. Ach ja, PvP macht schon Spaß. Ich weiß schon, warum ich die Scheiße nicht mache. Nö, PvP ist für mich immer gestorben. Ich mache meine 5 Ränge und dann reicht es auch. Dann habe ich da keinen Bock mehr auf PvP. Das ist einfach nur dumm, ist das. Gut. Gehen wir zu den Bonus-Leveln. Das Interessante wenigstens an dem Spiel. Was haben wir denn heute Schönes? Magischer Ruf wieder, um Iron Moon zu bekommen. Schauen wir mal. Ich krieg bestimmt wieder nur so einen Dreck wie diese Items da hinten. Aber das ist halt klar bei diesem Spiel, wo die Geldgrind-Entwickler den ganzen Tag nur Geld scheffeln und immer mehr Scheiße reinbringen, wo man immer mehr Echtgeld benutzen muss. Das ist halt so. Jetzt gibt's hier Autokampf. Da muss ich die Scheiße nicht selber anklicken alles. Wenn die Kämpfe schon wieder 8 Minuten dauern. Gerade PvP hat er gesehen, ich habe 5 Minuten gekämpft und habe alles verloren. Also einen Kampf 5 Minuten, ist ja logisch, ne? Alles verloren, 5 Minuten wieder meiner Zeit verschwendet. Vielen Dank, du dreckiger, geldgeiler Entwickler. Ja, wir alle sollen halt echt Geld investieren, aber sehe ich überhaupt nicht mehr ein. Dieses Spiel kriegt niemals mehr wieder einen Cent von mir. Würde ich meine Buchung rückgängig machen können, würde ich es machen. Zieh mir meinetwegen meine, keine Ahnung, wie viel Rubin ich bekommen habe. 600 oder so habe ich mir gekauft. Zieh mir meinetwegen wieder ab. Euch will ich eigentlich kein Geld mehr gönnen. Diese Geldgeilheit verdient einfach nichts. Aus meiner Sicht. Ganz einfach. Ja, Bonus-Level dauern ja auch schon wieder 3 Minuten etwa, oder 2 Minuten kämpfen wir gerade in dem einen Bonus-Level, wo ja einfach, guck mal, das Gebäude ist fast tot, aber diese Einheiten haben so viele HP vom Gegner,
dass man einfach nicht durchkommt. Nicht so einfach. Da musst du erstmal wieder 2 Millionen Jacobs haben, die die ganze Zeit den Skill benutzen, trotz Iron Moon Buff und Sally Buff. Und trotzdem dauert es nochmal, in Echtzeit wäre es locker 3-4 Minuten gewesen. Ich habe ja doppelten Speed an. Und locker so 3-4 Minuten wäre es gewesen. Aber naja. So, wie gesagt, Müll kriege ich hier wieder. Ist ja ganz klar. Müll, 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 komm bitte her. Ich hab dich doch so gern, weil ich ja so viele Einheiten entwickle, die so viel Müll brauchen. Einige Items habe ich sicherlich schon 1000 Mal, habe ich das Gefühl. Wir gucken uns gleich mal, wie viel Material ich habe. Ich sage, von einem war ich mindestens schon 100. Die 100 ist sicherlich schon geknackt worden. Und das ist ja sogar noch die effektivste Variante, die ich hier benutze. Die gehen da am Anfang einfrieren, später mit einem Meteor raushauen, mich aktuell unbesiegbar machen. Und trotzdem dauert das Ewigkeiten, dieses Spiel. Und ich frag mich. Ja, okay, keiner hat einen Buff natürlich wieder. Guckt euch das an, Alter. Sally. Okay, sie hat, glaube ich, den Tower angegriffen. Deswegen hat sie nicht gebufft. Aber trotzdem. Total dumm, dass man, wenn man den Tower angreift, nicht bufft oder so ähnlich. Das ist total dumm. Jetzt müssen wir richtig lange warten. Der Tower hat kaum HP verloren vom Gegner. Und das kann richtig lange dauern. Sehr schade. Ja, so in Season 2 fand ich das Spiel immer noch besser. Also Season 3 ist zwar, also das PvP-System war immer scheiße. Dafür sind die alle zu unfähig, diese Scheiße mal richtig hinzukriegen, weil die einfach zu dumm sind zu denken, mal ein richtiges PvP-System auf die Beine zu stellen. Aber geht ja nur um Geldgier. Wer die besten Items hat, hat im PvP gewonnen, ganz einfach. Und um beste Items zu haben, ne? Kauf halt für echt Geld. Macht das halt, das Gacha. Schieb uns mehr Rubine in den fetten Arsch. So ist es. Aber nö, nicht mit mir. Keinen einzigen Cent werdet ihr mehr an mir verdienen. Hat gereicht. Dim, dim, dim. So, Tod hat wieder, wie gesagt, so 3 Minuten gedauert, der eine Kampf hier. In Echtzeit wären wieder 6 Minuten gewesen. Aber egal, egal. Und wieder kriege ich eine leuchtende Erdnuss. Freut mich einfach nur, diesen Müll zu bekommen die ganze Zeit. Das macht so viel Spaß. Unglaublich. So, Materialien, schauen wir mal. Einige haben wir sicherlich schon 100 Mal. Wenn wir wirklich die doppelten teilweise kriegen in diesem Event. Ja, eine sieht die bunten Käse, hallo. Ah, sind schon fast bei der 166 Glücksfische. 62, oh nice. Was kostet so einer? Ja, haben wir einfach mal 120.000 davon. 120.000 Münzen. Einfach nur, um das alles zu verkaufen. Burger mit Liebwurst. Ne, 1600 nur. Okay. Das sind nur 100.000 etwa. Und die ganzen Einsteiner-Items kriegst du kaum. Das ist krass. Okay, meine Freunde, das war's mit der weiteren Folge von Lime Mentor. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Machen ein bisschen Bonus. Dann schauen wir noch. Bonuslevel. Dann schauen wir noch ganz kurz in meine Sammlung. Ne, das schaut man nicht rein. In mein Team schauen wir vielleicht mal rein. Ob da irgendjemand wieder Meister erreicht hat. Und ansonsten gucken wir noch einen Gildenkampf an. Beziehungsweise machen Gildenkämpfe. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis dann, ciao.